Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich bin's, euer Max Deus, und wir werden jetzt noch mal ein bisschen weiter segeln. Wir brauchen noch ein bisschen. Ach komm, wir können den auch mal wegmachen. Dann gehen wir einfach nur mit dem Strom. Und mir juckt heute den ganzen Tag die Nase. Ich weiß nicht warum. Aber wir wollen hier jetzt noch immer ein bisschen weiter ausbauen. Wir sind schon wieder am Verhungern und Verdursten. Ey, das ist doch nicht normal, oder? So, immerhin haben wir den erwischt. Und wir haben wieder zu viele Palmblätter. Aber gefällt mir schon ein bisschen mehr. Vor allem, wir sind jetzt auch ein bisschen noch mal weiter. Also hier sind das jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber wir gehen ja hier noch mal zwei hoch. Zwei weiter und da noch mal zwei weiter. Also sind wir genau 11. 11 Felder, sage ich jetzt mal. Die Kiste will ich haben da hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die noch kriegen. Gehen da wieder hoch. Und kriegen wir sie nicht? Ja, wir haben sie erwischt. Das Fass kriegen wir aber nicht mehr. Was soll ich jetzt mit so vielen Steinen? Weg damit. Die auch mal zusammen. Den, glaube ich, kriegen wir nicht mehr. Also ich hoffe, nee, aber den kriegen wir nicht mehr. Obwohl, könnte diesmal knapp werden. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ja, Mann, so viele Palmblätter. Ey, ein Traum wird wahr. Boah. Danke an alle, die an mich geglaubt haben. So viele Palmblätter. Wow. Wow. Hier, ist für euch. So, dann fressen wir mal die Ananas. Und ja, wir könnten eigentlich auch. So, dann fressen wir die Rübe. Wo habe ich die Kartoffeln? Da sind sie. Nein! Ganz schnell. Wir brauchen das da. Wir brauchen ein Fass. Ja, wir haben ihn. Problematik, die ich jetzt aber auch sehe, ist, wenn wir hier jetzt eigentlich weiter ausbauen, haben wir als einzigen Eingang dann nur noch den hier drunter. Hoppla. Für den Fall sollten wir irgendwie mal rausfallen oder aus dem Boot rausgehen. So. Wir bräuchten aber auch wieder so einen Enterhaken. Der macht auch nicht mehr lange, den wir hier haben. Ach, komm schon. Kann doch nicht sein. So, besser. Soll ich mit so viel Plastik? Seile können wir auch mal hier wieder rein. Wir haben Seile schon 20. Hier, die können wir auch mal zusammenpacken. Ja, mit dem Rest weiß ich jetzt nicht wirklich, was ich machen soll hier. Aber wir können jetzt mal wieder hier noch so einen Haken bauen. Schrott und Bolzen. Ah, wir haben einen Schrott zu wenig.
Okay, das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen Fässer sammeln. In der Hoffnung, dass wir da nochmal Schrott kriegen. So. Da ist jetzt kein Schrott mit bei. Da müsste Schrott bei sein. Da hinten. Da segeln wir jetzt mal eben hin. Können wir hier nochmal irgendwas lagern? Ne? Nee. Können wir leider nicht. Aber die Palmblätter schmeißen wir mal wieder weg. Und den Stein. Wir haben ein Fass verpasst. Wir haben wieder ein Fass verpasst. Nein. So, nochmal eine Planke rein. Genau, hier. Haben wir noch irgendwas, das wir braten können? Kartoffeln. Und noch eine Planke rein. Komm, wir müssen noch ein bisschen drehen. Wir müssen nach Floß erwischen, hallo. Ja, ich habe irgendwie gerade ein ungutes Gefühl. Wir müssen schwimmen. Boris, weg von mir. Ja, Boris muss immer knabbern. Und da war Schrott mit bei. Nice. Ja, Boris. Kannst einen Stein haben. Ja, genau, Boris. Dass der immer an mir rumknabbern will. Unglaublich. Wir haben 6 Schrott. Das heißt, wir können jetzt einen neuen Haken bauen. Nice. Haken, ja, Schrotthaken haben wir angedingst hier. Ja. Komm, aufnehmen. Und hier trinken. Mal eine Planke rein. So. Das heißt, den machen wir mal wieder weg. Der kann schön ruhig weiter paddeln. Wir waren ja nicht drauf, das heißt, er wird nicht sinken. Jetzt haben wir aber kein Holz mehr. Sind wir überhaupt jetzt noch in der Strömung oder warum kommt jetzt kein Müll mehr an? Doch, da kommt ein bisschen Müll, aber keine Fässer. Der ganze Müll ist da hinten. Können wir vielleicht nochmal sowas in der Richtung bauen? Ja. So, der hat einmal genau hier. Das heißt, wir müssten hier auch noch mal was machen. So, 1 und 2. Und das heißt, hier dann auch noch einmal. Ah, da kommen sie wieder, die Fässer. Die brauchen wir.
Ach nö. Daneben gezielt. Ein bisschen höher. Und noch eine Flanke dazu. Nice. Perfekt. Wenn wir vielleicht. Ne, wir haben nicht genug Holz. Wir brauchen Holz. Ja, wir machen jetzt mal so. Die nehmen wir mit. Ja, Boris. Da haben wir noch eine Planke. Hier haben wir noch eine Planke. Ja, genau. So, jetzt sind wir wieder drauf. Nice. Passend. So. 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 Das heißt, hier können wir wieder ganz vernünftig bauen. Nice. Hier werden wir keine Probleme mehr kriegen mit Holz, beziehungsweise mit dem Boden. Außer dass das Holz uns ausgeht. Sobald wir das hier haben, können wir weiter nach vorne ausbauen. Beziehungsweise vielleicht sogar zuerst ganz vorne das. Und dann erst die Mitte hier. Wie nennt man das? Wie nennt man das eigentlich auf dem Boot? Oder Schiff? Das weiß ich nämlich nicht, wie man das nennt. Das können wir hier raus machen. Hier haben wir einen kleinen Raum. Vielleicht einen kleinen Plumpsklo oder so. Keine Ahnung. Dass man dann von ganz oben bis hier runter gehen muss, wenn man kacken muss. Toll. Jo. Den ziehen wir jetzt hier rüber. Und wir essen jetzt erstmal wieder was. Und am besten auch noch was trinken. So. Und nochmal eine Planke drauf. Könnten eigentlich auch mal wieder was angeln. So einen schönen, leckeren, salzigen Fisch. Da ist wieder ein Floß. Nee, wir wollten wieder die Dinger. Da brauchen wir wieder sechs. Und ein Fass. Fass, Floß. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Was ich auch am Überlegen bin, ist hier eher sowas in der Richtung zu bauen an der Seite. Da bräuchten wir drei. Und dann für hier auch nochmal drei. Und dann so. Oder dass wir hier quasi eine ganze Wand hochziehen. Bis nach oben hin. Toll, den kriegen wir nicht. Aber immerhin wieder ein paar Planken. Aber zuerst machen wir hier die Dinger. Dafür haben wir nicht genug. Okay. Ja, nein. Der ist ja komplett in die falsche Richtung gedreht. Wohin drehe ich das Ding?
Weißt du was? Scheiß auf Boris. Der wird zwar wieder an uns knabbern, aber... Da kommt er schon und grinst uns an. So, wo ist Boris? Wo ist Boris? Wo ist Boris? Da ist Boris. Ja, wir haben es wieder geschafft. Nice. Und wir können wieder eine ein Brett hier reinmachen. Nice. Wir hätten uns das Schwimmen auch sparen können. Oh, super. Den kriegen wir nicht mehr. Was ich aber auch am Überlegen bin, ist, sobald wir hier den Bereich fertig haben, dass wir das da zumindest schon mal hier hochpacken. Also zumindest den Mast. Den können wir dann schon mal hier hochpacken, sobald wir hier oben den Boden fertig haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dazu gesagt hatte vor einem Monat, als ich noch die alte Aufnahmesession gemacht hatte. Aber von der Überlegung jetzt her will ich den Mast hier oben haben. Ja, balancieren auf den Dingern da. Funktioniert gut. Na, komm. Kriegen wir den nicht? Der ist wichtiger als das Fass da hinten. Wollen wir mal ausprobieren, ob wir so weit werfen können. Na, könnte sein, dass wir in seiner Reichweite sind. Ja, ganz klar, den schaffen wir. Dann wollen wir das da auch nochmal ausprobieren. Den müssen wir auch kriegen. Ja, nice. Ah, schön, so viele Palmblätter, ey. Und Steine. Mach ich mir nachher einen Palmblatt-Steinsalat draus. Jo, Hunger und du hast es auch schon wieder zur Hälfte leer. Jo, Plastik, nice. Den kriegen wir so nicht. Haben ein paar Millimeter zu weit nach links geworfen, aber jetzt kriegen wir den. Oh, Palmblätter. Hatten wir schon ewig nicht mehr. Schön. So, dann müssen wir jetzt was essen. Wir müssen definitiv was Besseres finden, was wir essen können. Ja, ich erinnere mich jetzt, ich wollte sogar eine eigene Playlist für hier machen. Dass ich eigene Musik hier auch mal abspiele. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht gehabt. Ah, vielleicht zur nächsten Aufnahmesession mache ich eins. Aber aktuell habe ich einfach nicht dran gedacht. Haben wir hier? Ah, hier haben wir auch einen Querbalken, den wir hier nicht haben. Und jetzt haben wir auch nicht einmal das Holz für. Okay, wir brauchen aber auch nur zwei. Kriegen wir den da auch noch? Mit Sicherheit. Ja, den kriegen wir auch noch. Können wir hier auch nochmal den Querbalken reinballern? Ja, komm. So.
Und den müssen wir. Nein, den kriegen wir so nicht. Müssen wir so machen. Und so. Den nehmen wir auch noch mit. Und? Ja, nice. Aber eine Planke fehlt uns noch für ein weiteres Brett. Wir müssen aber auch mal wieder zu einer Insel gehen. Ich glaube, da hinten ist nie wieder eine Insel. Ich glaube, da ist wieder eine Insel, aber eine große. Wo wieder diese Vögel sind, die mich kaputt machen wollen. Dabei habe ich denen ja nichts getan. Außer halt dessen Bäume hier ausbeuten. Achso, ich muss erstmal wieder den hier machen. Oh, wie grell das grün leuchtet. Da haben wir aber auch eine Insel. Da ist es sicherer, da werden wir nicht von einem Vogel massakriert. Ja, der Plastik nehmen wir dann auch halt mit. Bräuchten hier aber auch auf unserem Schiff, zukünftigen Schiff, auch noch irgendwie ein paar Lampen oder so. Ist extrem dunkel hier. Immerhin haben wir es aber geschafft, dass das Fundament hier sicher ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir hier dann aber so ein paar der Dinger abreißen, wird Boris wieder angreifen oder bleibt es sicher? Ah, den können wir wahrscheinlich so. Ne, können wir nicht. Den können wir nicht mitnehmen. Ah, da. Das werden wir nicht schaffen. Das müssen wir so machen. Und. Ja, nice. Ah, einer fehlt noch, okay. Dann noch schnell den weg. Und den weg. Können bestimmt andere gebrauchen. Die hier genau wie ich auf hoher See unterwegs sind. Aber bevor wir vergessen da anzulegen, drehe ich mal den Kahn. Konnten hier irgendwie noch was bauen? Empfänger, Antenne, Wimpel. Hatten wir hier kein Steuerrad? Hier haben wir jede Menge Möbel und Laternen. Was war das? Ich würde dann eher sowas hier nehmen. Schrott und Glas. Oder sowas. Feuerbock wäre auch geil. Ein Kamin. Zählt als Laterne. Kalender? Überlebenstage 31. Nice. Schon ordentlich, finde ich. Wir haben einen ganzen Monat überlebt. Auf hoher See. Warum kriege ich den jetzt nicht? Da lang. Finde ich jetzt nice. 31 Tage, einen ganzen Monat. Da ist eine Kiste.
Scheiß auf Boris. Wir brauchen die Kiste. Ja, genau. Ach, da ist unsere agonische Maid. Wo ist Boris? Da ist Boris. Nein. Aha. So, wo ist unser Schiff? Da ist unser Schiff. Jetzt hat er mich erwischt. Ich habe so das Gefühl, wir kommen nicht an die Insel mehr ran. So. Hier, Boris, frisch Steine. Palmen kannst du auffressen. Hoppla. Ja, die Insel kriegen wir nicht mehr. Und wir brauchen wieder was zu trinken. Wir müssen dringend was trinken. Ah, das waren dieselben Rezepte, okay. Wir haben aber das hier noch. Wir können das hier noch essen und trinken. Die packen wir mal zusammen auf einen. Das können wir auf den Grill schmeißen. Oh, wir haben wieder Planken. Das heißt, wir können hier nochmal um einen erweitern. Fässer sehe ich jetzt nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde ein kleines Päuschen machen, um ein bisschen was zu essen. Also selber zu essen. Da kann ich in der Zeit auch nochmal eine Playlist extra für Raft erstellen, dass ich das dann im Hintergrund ein bisschen laufen lasse. Dass hier nicht immer diese absolute Stille ist. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich mache ein kleines Päuschen und bis gleich oder bis morgen. Ciao.